Was hat er denn für eine Distanzklasse? NS? Nee, müsste N sein. Oder nur N. Na gut. Wenn du willst, sage ich dir exakt, wie lange er ist. Also wenn er nur Distanzklasse N hat, dann ist es okay, aber wie jetzt so anderthalb Händler rumlaufen, das wird wohl nicht gehen. Ich noch ganz kurz nachschauen, damit ich jetzt keinen Bullshit erzähle. Er hat nur N. Gut. Ja, soll erlaubt sein, kannst du dann irgendwo mit dir führen und dann unter deiner verkrüppelten Gestalt dann mitführen. 1W6 Schadenspunkte bekommst du immer noch. Ja, und einmal Rachsoftware als Servo. Das ist auch okay. Leider nicht. So, 1W6. Ja, war wohl auch nicht wirklich doll, aber... War wohl nicht wirklich doll, aber... Hatte ich eben in die richtige Richtung. Und zwar nach unten krümmen lassen. Gut, dann könnt ihr aufbrechen, während sich Iserun und Abel mir mit einem wehleidigen Gefühl im Bauch dann hinlegen können. Abel mir wegen dem Stab auch gerne und hinlegen. Also so ist es. Ich würde mich auch gerne hinlegen. Ja, ja, genau, aber du hast aktuell keinen Grummeln im Bauch. Iserun macht sich wohl mehr Gedanken um Asavo und Abel mir um seinen Stab. Ja, und ich habe Albträume. Das ist richtig. Gut, dann könnt ihr regenerieren, wenn ihr mögt. Ich würde gerne eine vorher eine astrale Meditation durchführen. Dann so. Schlafen wir hier für 11 LE. Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen mit der astralen Meditation. Ich werde aber nicht so viel regenerieren dabei. Wie ist das so? Kann man hier ungefährdet irgendwie den Kamin benutzen, beziehungsweise Herd, oder würde das zu auffällig werden? Ich denke mal, dass Boltax und Abel mir sich gut genug mit der Architektur auskennen, um das beantworten zu können. Also die Räumlichkeiten unten im Keller können angemacht werden. Ne? Da gibt es Holz in rauen Mengen und das würde dann alles eben über die Hohlwände würde das dann abziehen oder das ganze Haus dann wärmen. Und ja, das kann man anmachen, klar. Eine Hauswirtschaftsprobe von egal wem. Aber mir besser als von mir. Sekunde. Und wenn die Hauswirtschaftsprobe jetzt schief geht, dann steht das Haus in Flammen. Das ist natürlich was anderes, aber... Aber mir als ausgebildeter Horasier kennt sowas natürlich. In euren Villen habt ihr natürlich auch Fußbodenheizung. Da sind dann die Fußböden auch nochmal hohl, aber... Hier reicht es leider nicht dafür. Und so könnt ihr euch dann, nachdem eure Matrizes den Körper aufgerissen haben, könnt ihr dann Sirkarian in Arrakis umwandeln und euch dann in die Betten legen. Für 1W6 plus 4, Boltax nur 1W6 plus 2. Ja, und klar. Die astrale Meditation bzw. astrale Regeneration ebenso. Ja, dann bitte eine Gassenwissenprobe plus 7. Es sei denn, du hast... Ich bin nicht ortskundig, aber ich bin kulturkundig. Kulturkundig. Für Schattenlande? Ja. Also ich schmeiße jetzt mal eine normale, du sagst mir dann ja schön, ist... Drei müsste drin sein. Nicht gut, aber es müsste gelungen sein. Wir hatten bis jetzt immer mit einer 3 gearbeitet. Gib mir mal einen Schicksalspunkt für die 18. Willst du mir echt aus der Tasche ziehen, oder? Aber sonst trefft ihr euch bei Rondras Sitzen wieder. Das ist... Ich dachte, Asavo führt. Ja, genau. Ich sagte plus 7. Deswegen ist es nur eine plus 7. Ihr werdet immerhin gesucht. Es wird nach einer Goldhand gesucht. Meinetwegen, ich habe 7 über. Ja, dann passt das. Gut, lass mich kurz was nachsehen. So könnt ihr euch dann durch die Gassen hindurchschlagen. Es wird wohl einige Zeit dauern. Ihr begegnet dem einen oder anderen Untoten, der dann auch durch die Straßen patrouilliert an der Seite von weiteren Drachengardisten. Es wird also sehr, sehr lange dauern. Und so werdet ihr auch nicht nach einer Stunde ankommen, sondern tatsächlich länger brauchen. Aber wenn ihr dann bei Lodoth Mangrays ehemaligen Laboratorien ankommt, könnt ihr dann bei Professor Strygas Untergeschoss dort Drakundas bergen. 50 Stein, schwarze Steinkugel und Knadukas liegt dort wohl ebenso, ist dort ebenso abgelegt worden. Aber die ist aktuell zu groß als Zweihandhiebwaffe. Und ihr braucht sie auch nicht. So könnt ihr dann aber den Weg hin und auch zurück durch die Gassen hindurchschlagen und seid dann pünktlich kurz vor der dritten Stunde wieder da, damit Abelmir, Boltax und Iserun euch nicht suchen. Wobei die dann sicherlich auch schon irgendwann eingeschlafen sind. Vielleicht noch mit einem halben Auge wach. Aber wir haben es mitten in der Nacht. Und so könnt ihr allesamt regenerieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Auch Jalan. 1W6 plus 4, Lebenspunkte Regeneration. Ja, ich würfel das gar nicht, also ich brauche ja noch einen Punkt. Gut.
Und dann schreiben wir den 5. Tavia, 1028 nach Bosporans Fall. Ihr werdet wieder wach in euren herrschaftlichen bzw. den Gästezimmern in dem kleinen Landschlösschen von Rakulus dem Schwarzen, der Stimme von Rassasor. Ehemaligen. Naja, ich hoffe, ihr seid alle bereit, denn wir werden nicht länger drum herumkommen, uns diesen Müllspalt vorzunehmen. Oh. Meine Herren und meine Dame. Lernt es endlich. Meine Dame und Asavo. Mein Stab, wenn ihr verzeiht. Liegt da. Ist nichts passiert. Aber wir brauchten ihn. Ich streichle ihn so ganz zärtlich, bevor ich ihn an ihn nehme. Oh, ich habe furchtbar geschlafen. Ich habe von Drachenfeuer geträumt und von einem nassen Träumen. Warum träumt ihr? Ich habe schon wieder geträumt. Ja. Beunruhigend. Auf jeden Fall. Immerhin konntet ihr schlafen. Denkt zum Beispiel an Raphim, der jetzt irgendwo im Praios Tempel nächtigen muss und sich dort gegen mindestens 50, vielleicht sogar ein zweites Banner von Drachengardisten behaupten muss. Ich bin mir sicher, für ihn ist dies ein großer Spaß. Ja, ich weiß nicht. Wenn an seiner Seite weitere Menschen sterben, die er nicht retten kann, ist das sicherlich kein Spaß. Ich wollte mich nicht beschweren, aber ich wollte mich beschweren. Das ist halt etwas Besonderes für uns Zwerge, wir träumen in der Regel nicht, deshalb verzeiht mir, wenn ich etwas unkonzentriert bin. Ja, wenn ihr so etwas behauptet, dann versetzt euch bitte in die Lage von Raphim. Für ihn mag es ein großer Spaß sein, wenn er für sich selbst und alleine schlachten kann, aber dieser Mann leidet ähnlich wie Boltax hier Albträume. Er wollte sterben und er kann es nicht. Er ist verflucht zum Leben. Er kämpft und neben ihm sterben seine Freunde. Was tun wir alle, Asavo? Fast alle. Macht euch endlich fertig. Ist manchmal ein wenig, unempathisch, könnte man sagen. Verzeiht ihm. Ja. Nun, also. Der Plan für heute aus. Spalte, Pyramide. Nun, durch diesen Spalt hindurch, diese Wesenheit der siebten Sphäre. Ich habe von diesem Namen noch nie gehört, aber es muss wohl ein mächtiger Dämon sein, wenn er hier bestehen kann. Es gibt drei Wege. Sie sind wohl nicht alle gleich gefährlich, aber der eine durch die Luft. Da fehlt mir allerdings gerade die Vorstellungskraft, wie sie so etwas bewerkstelligen können, da ich mich nicht in Bienen oder so etwas verwandeln kann. Die zweite Möglichkeit durch die Müllpresse und die dritte Möglichkeit ist durch die Tore der Stadt nach draußen, die Serpentinen nach oben und irgendwie an den Wachen vorbei. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben, es sei denn, euch fällt eine andere ein. Nun, da wir nicht alle fliegen können, und wir genauso wenig darauf hoffen können, alle Eidechsen Echsen jedenfalls auszutricksen, bleibt wohl nur die Müllpresse. Also, ich könnte zwar versuchen zu fliegen, aber das ist wirklich nicht mein Element. Und ich glaube nicht, dass ich euch mitnehmen kann. Das ist in Ordnung. Wir werden den Spalt nehmen. Wenn wir einmal oben angekommen sind, was sollte dort unser nächstes Ziel sein? Je schneller wir dort sind und handeln können, desto besser. Nun, idealerweise kommen wir gar nicht bis auf den Tafelberg, sondern direkt irgendwo im unteren der Pyramide an. Ob wir doch auf den Tafelberg kommen, sollte einer vorausschleichen und sich umsehen, und sobald die Luft rein ist, sollten wir unseren Weg zur Pyramide so schnell wie möglich nehmen. Wir sollten uns da oben nicht aufhalten und keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Je länger sie nicht wissen, was wir vorhaben, desto besser für alle. Hm. Boltax, ihr hattet ja eine ungefähre Idee, wo wir das finden können, was wir suchen. Meint ihr, dass ihr euch darauf einstimmen könnt, auch wenn es vielleicht sehr, sehr unangenehm ist? Ich werde mich darauf konzentrieren müssen, wenn wir einmal vor Ort sind. Ich denke, von hier aus kann ich darüber keine Aussage treffen, wenn wir einmal dort sind. Der Weise, ja. Ich meine, eine enorme Kraft, und sie hat auch eine gewisse Anziehungskraft. Ich denke also, dass es gut möglich ist. Versprechen kann ich allerdings nicht.
noch nie so ein kühnes Unterfangen vorgenommen worden. Nun, dann wisst ihr ja, was ihr euren Kindern und Enkeln erzählen könnt. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Das wissen wir, Boltax. Wir holen uns den wahren Namen und verschwinden dann wieder zurück durch den Spalt und warten dann bis zur Eroberung hier? Oder wie geht's weiter? Nun, wir müssen natürlich erst einmal schauen, wie weit die Belagerung vorangeschritten ist, ob sie vielleicht unsere Hilfe noch brauchen. Wir werden weitere Pläne machen, wenn wir mit dem wahren Namen zurück sind. Bis dahin kann sich die Situation extrem verschoben haben. Vor allem, wir wissen nicht, wie dieser wahre Name nun ja verschlüsselt ist, wie er aufbewahrt wird. Aber das hat Asabo doch schon gesagt gehabt. Wir müssten gewisse Zauber haben, um dessen lernen zu können. Ja, wisst ihr, wie dieser wahre Name aussieht? Ist eine Wandschrift, ein Artefakt? Es ist vollumfassend und ihr werdet es begreifen, sobald ihr dessen angesichtig werdet. Ich kann es auch nicht beschreiben, es ist... Schneidend kalt, wieder natürlich, tot, ja. Schwarz geboren. Ein Gedanke. Richtig. Das ist etwas abstrakt, aber ich vertraue euch, dass wir alle wissen, was wir tun. Ich vertraue auf das hier und damit klopft er einmal auf Drakundas. Immerhin hat Apep einen Adjutanten losgeschickt, um diese Kugel vor über einem Jahr zu bergen. Und zwar genau von hier. Die Mission des Rasperis, ihr erinnert euch? Natürlich, wir waren dabei. Bei den Endstadien, könnte man sagen. Naja. Wann wollen wir aufbrechen? Sofort? Nutzt wenig, die Sache nach hinaus zu zögern. Schauen wir einmal durch die Fenster, ob sich draußen irgendetwas tut. Ob sie die Patrouillen verstärkt haben oder so. Ja, wenn ihr nach draußen guckt, könnt ihr tatsächlich erkennen, wie die Wale wohl dort immer noch tot liegen und mittlerweile alle lebendigen Personen, die daran herumgeschnitten haben, gegangen sind. Es ist ein kleiner Marktplatz, relativ klein, aber auch hier stehen jetzt in den Ecken mindestens drei Drachengardisten, die ihr erkennen könnt. Und die Patrouillen sind tatsächlich verschwert worden, also das können euch Jalan und Asabo so berichten, dass sie dann mit all ihren Möglichkeiten spähen. Ich habe mir noch eine Sache. Ja. Erinnert euch an die Informationen, die wir bekommen hatten. Irgendwo hier geht noch ein Zwergengeist um. Nun, was habt ihr mit diesem Zwergengeist vor? Ich weiß nicht, ob ich Herr werden kann, aber ihr erinnert euch an den Kristall, den ihr damals gefunden habt. An den Füßen von einer Unglücklichen, die sich selbst an der Mühle gerichtet hatten, kurz bevor wir in die Mühle gegangen sind. Ja. Ihr hattet ihn in ein Ledertuch eingeschlagen. Auch ihr habt ihn noch. Sicherlich, aber was habt ihr vor? Ich weiß nicht, wie der Geist auf Kristall reagieren mag, aber haltet ihn zur Not bereit. Nur, falls wir ihn gewahr werden. Dann würde ich halt diesen Kristall aus dem Tuch, im Tuch noch aus meinem Rucksack holen und in irgendeine Gewandtasche vor mir stopfen. Nun, so ist der Griff bereit. Gut. Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn braucht. Mhm. Werde ich. Dann lasst uns gehen. Gut. Ja, ihr seid regeneriert. Wir schreiben irgendwann den Morgen des 5. Travier. Wollt ihr jetzt einfach nur am Molchenborg entlang gehen, um irgendwo auf einen Spalt zu treffen, der nach Müll stinkt? Oder wie wollt ihr es tun? Ich hoffe doch, Voltax, dass er uns nähere Richtungsinformationen geben könnte. Welche Richtung zumindest dieser Spalt geht. Ja, kann ich mal eine Bergbauprobe würfeln, um mich zumindest entsprechend zu orientieren, wo es wahrscheinlich ist, dass besagter Spalt ist, in dem Müll entsorgt wird.
Also die Bergbauprobe musst du nicht würfeln. Du hattest schon gesehen, als ihr dann auch über die Dächer hindurch gelaufen seid. Der Molchenberg ist von zahlreichen Spalten und Kliffen dann gemartert worden. Also Konkerer hatte dann sich eben besonders großen Spalt gesucht, der dann eben auch ausgebaut worden ist durch Gerüler. Aber dort hast du viele Risse und Spalte gesehen, wo nicht überall Müll drin lag, aber gestunken hat das trotzdem aus fast allen, was dann aber eher den Gulen zu Schulden kommen lassen wäre. Also der ganze Berg ist voller Risse und Spalte. Gibt es auf dem Dach dieses Hauses ein Dachfenster? Ja. Blick auf den Molchenberg. Ja. Vielleicht kann man mittels eines Blicks vielleicht erkennen, einen größeren Spalt, aus dem eine größere Menge Müll herausgefiltert oder hineingestopft ist. Vielleicht finden wir ja, da wir ja hier in der Wahlschlachtergasse sind, auch irgendwie so einen Karrenweg, der von dem ganzen Blut und Gekröse schon irgendwie so eingematscht worden ist. Also, das finde ich eine gute Idee. Ja, finde ich eine gute Idee. Dann gib mir doch mal eine Fährtenlesenprobe. Okay. Ich habe gerade überlegt, machen wir das mit Orientierung oder Gassenwissen? Nee, wir nehmen Fährtenlesen. Alles klar. Dann lesen kein Wissenstalent? Doch, hier, ich sehe es nur nicht. Sieht gut aus. Boltax. Ja, wenn ihr Boltax so ein bisschen hochhebt, damit er auch durch die Fenster durchgucken kann, kann der sich so ein bisschen orientieren und ihm fällt dann tatsächlich auch auf, dass wohl einige des angekrusteten Blutes dann mit Wagenspuren verklebt ist. Du versuchst so ein bisschen dann diesen Vektor zu bestimmen, an den Häusergassen entlang, versuchst so ein bisschen weiter zu projizieren und bist dann wohl der Meinung, dass irgendwo an, würdest du sagen, an der Stelle auf der Hälfte von hier bis zu Kunkerer, da müsste wohl irgendwo der Karrenfahrt aufhören. Und da gibt es wohl auch weitere Spuren, die vom Marktplatz wohl dahin führen. Ja, schaut mal. Ich glaube, das müsste die Spalte sein, die angesprochen worden ist. Hier Spuren, die von den armen Tieren, die wohl ausgeblutet sind und deren Überbleibsel weggeschafft worden sind. Ja, man kann fast sehen, wie sie entlang und dann da vorne. Aha. Da, ja doch, das müsste es sein. Da müssen wir rein. Es sieht zumindest unappetitlich genug aus, ja. Und wir müssen ja nicht direkt in den Blutspuren laufen. Ich hoffe es zumindest. Ja, das wäre doch schön. Gut, sind wir denn alle gepackt? Brauchen wir noch, müssen wir uns alle diese Roben überschmeißen? Ich habe noch diesen Umhang von euch und der kann, glaube ich, noch eine Anwendung kommen. Naja, also ich glaube nicht, dass mir eine von den Roben passt. Also zur Not schneiden wir sie eben ab. Wen interessiert? Ja gut. Es ist ja nicht so, als ob der ehemalige Besitzer sie noch einmal benutzen wollte. Na dann, Vielleicht finden wir noch eine Lehrlingsrobe. Vielleicht in den Schränken oben. Nicht im anderen Zimmer vielleicht. Ja, hochgehen und die Schränke durchkramen nach den Roben oder den Roben, wie auch den Gewändern von diesem kleinen Mädchen. Wir hoffen, dass die Roben des kleinen Mädchens an den Zwerg passen, der an die 90 Steine wiegt. Wie auch immer. Jalan, übernehmen Sie. Modeberater. Dann gebt mir doch einfach nochmal eine sich verkleiden Probe für euch alle. Könnt beliebige Personen würfeln. Diesen werde dann wohl ich tun, oder? Ich habe keinen Chip mehr. Möchte jemand anderes übernehmen? Wenn du würfelst und das ist eine Probe für euch alle, dann kann ich diese Runde noch einen Chip geben. Schacke. Aber das sieht vernünftig aus. Nicht gut, aber vernünftig. Ja. 18. Ich würde eine Sinnschärfe-Probe mal gegenwürfeln. Isarun kann überlegen, ob sie ihren letzten Chippy mit in den Würfel dort schmeißen möchte. Nee. Dann die Sinnschärfe-Probe von mir. Jetzt die Frage nochmal. Entweder die sich verkleiden, neu würfeln oder meine Sinnschärfe. Können wir nicht schleichen, um überhaupt erst nicht gesehen zu werden? Ja, das gibt eh nichts. Du hast recht, das gibt eh nichts. Ich kenne ja meine Gruppe. Beziehungsweise, warte. Wir machen
Ja, wollt ihr schleichen, wenn ihr jetzt verkleidet seid, oder wollt ihr eine Gassenwissenprobe machen? Naja, es macht doch absolut keinen Sinn, uns zu verkleiden und dann trotzdem offen über die Straße zu laufen. Es kostet uns nichts, trotzdem zu schleichen. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Gut. Wenn wir dann entdeckt werden, können wir noch sagen, nein, wir sind nur ganz normale Bomberadianer, es gibt hier nichts zu sehen. Dann gebt mir eine Schleichenprobe. Na dir dann mal eine Einer, das für mich drauf, oder? Gar nicht gut. So, Boltax hat's geschafft mit 1. Ihr seid alle nicht gut. Isarun vielleicht. Jaha, Pfeile des Lichts. Ja, während ihr gerade durch die rostigen, morschen Gänge geht über euch, könnt ihr noch das ein oder andere an einem Baldachin erkennen. Folgt dann so diesen verkrusteten Spuren. Das ein oder andere Mal könnt ihr tatsächlich sowas wie einen Abfluss erkennen, wo auch immer denn das abläuft. Wahrscheinlich war das wohl irgendwie nur ein Riss im Berg, der dann irgendwie mit einem Eisengitter verkleidet wurde, damit man nicht reinfällt. Könnt ihr dann erkennen, wie mit einer Fackel euch entgegen 3 Drachengardisten kommen und ihrer Seite weitere Skelette, die euch sehen, erkennen, die Augen zukneifen und dann auf euch zukommen. Hey, ihr da, stehen bleiben. Ja. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Oh, wir sind nur... Lag die Kapuze zurück, wenn ich mit dir rede. Dann schlage ich die Kapuze zurück. Ja, er ist zwar behelmt, guckt dich an, aber du siehst Misstrauen in seinen Augen funkeln. Was tut ihr hier, habe ich gefragt. Wohin wollt ihr? Der Herr, wir sollen hier nur aufräumen im Namen unseres Meisters. Rakodos, der Schwarze? Ihr arbeitet für Rakodos? Ja, Herr. Und was bringt ihr weg? Entschuldigt, das dürfen wir nicht sagen. Er sagte, wir dürfen nicht mit Außenstehenden sprechen. Wo wollt ihr hin? Weiter rein. Nur etwa eine Meile. Meile. Verzeiht, Herr, wir haben wirklich strikte Order, dass wir nichts über den genauen Zweck oder Ort sagen dürfen. Er wird uns strafen. Strafe hast du wohl verdient. Voltax ist jetzt unter einem Mantel von dir, ne? Nee, ich hab die Mantel von Isarun, der mich verbergen konnte, übergeworfen mit der Ignoranzia. Also du bist nicht unsichtbar, aber du wirkst uninteressant, ne? Ja. Ja. Also eher, er wird willentlich ignoriert. Ja. Ja, genau. Also wie gesagt, du bist nicht unsichtbar, aber du kannst halt in einer Menge, beziehungsweise zwischen den anderen Helden, kannst du dann verschwinden und uninteressant aussehen. Ja, genau. Könnte er sich zwar gegen wehren, aber ich glaube, der war dann auch gut genug, ne? Ich weiß nicht, wie gut der war. Ja, war ein Artefakt aus der Schwert und Stab. Genau. Und Schwert und Stab sind gute Idee. Er nickt mal mit seinem Kopf in Richtung von Tio denn. Was bist du für einer? Ich bin nur ein Diener. Verzeiht. Halt euch. Wir haben zwar keine Ausgangssperre, aber. Wenn ihr irgendwo Zwerge rumlaufen seht oder irgendjemand mit einer goldenen Hand, dann meldet ihr das. Standen! Natürlich, ja. Sie bleiben stehen. Ihr könnt wohl sehen, dass die Skelette mit ihren toten, leeren Augen wohl auch auf euch gerichtet sind. Und Boltax fühlt sich verdächtig beobachtet. Gib mir mal eine Überreden oder Überreden. Ich will eine Überredenprobe haben. Eine oder alle? Eine. Und ich aussuchen, wer das macht. Ja, ich gebe mich her. Was wollt? Nicken. Halt euch, wie gesagt. Zwerge werden sofort gemeldet. Wir haben mehrere Stände unter anderem am Marktplatz. Das ist von überall aus zu erreichen. Gib ein stattliches Kopfgeld. Garstige kleine Viecher. Schwarze Mutter mit euch. Ziehen sie dann an euch weiter. Und dann könnt ihr den Spuren von Boltax folgend viele, viele Wagenspuren erkennen, die sich dann hier in einem krustigen organischen Schlamm zu einen scheinen. Und dort erkennt ihr dann wohl auch
Es stinkt, aber nicht so sehr nach ekligen Ghoul-Auswürfen, sondern nach menschlichem Unrat.